Draußen im Garten fing einer der Hunde an zu bellen. Die Blätter der Espe, die vom Fenster stand, schlugen leise gegen die Scheibe. Die Nachmittagssonne war wie etwas Lebendiges im Raum, ein weites Licht von Wohlbehagen und Großmut. Wir hätten überall sein können, an irgendeinem verzauberten Ort. Wir hoben die Gläser wieder und sahen einander lächelnd an wie Kinder, die beschlossen haben, etwas Verbotenes zu tun. »Ich will euch sagen, was echte Liebe ist«, sagte Mel. »Ich mein, ich erzähle euch ein gutes Beispiel, und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse daraus ziehen.« Er goss noch mehr Gin in sein Glas. Er tat einen Eiswürfel hinein und ein Stück Limone. Wir warteten und tranken von unseren Drinks. Laura und ich stießen wieder mit den Knien zusammen. Ich legte die Hand auf ihren warmen Oberschenkel und ließ sie dort. »Was weiß denn einer von uns wirklich über die Liebe?«, sagte Mel. »Mir kommt es so vor, als wären wir in der Liebe alle Anfänger. Wir sagen, wir lieben uns, und wir tun es auch, daran zweifle ich gar nicht. Ich liebe Terry, und Terry liebt mich, und ihr zwei liebt euch auch. Ihr kennt die Art von Liebe, von der ich jetzt spreche, körperliche Liebe, der Impuls, der dich zu einem bestimmten Menschen hinzieht, wie auch Liebe zur Person des anderen, zum Sein oder ihrem Wesen sozusagen. Fleischliche Liebe und, na, nennen wir es sentimentale Liebe, die tägliche Fürsorge für den anderen. Aber manchmal fällt es mir sehr schwer, die Tatsache zu erklären, dass ich meine erste Frau auch geliebt haben muss. Aber es war so, ich weiß, dass ich sie geliebt habe. Deshalb nehme ich an, ich bin in dieser Beziehung wie Terry, Terry und Ed.« Er dachte darüber nach, und dann fuhr er fort. »Es gab eine Zeit, da habe ich geglaubt, ich liebte meine erste Frau mehr als das Leben. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr ertragen. Ehrlich, wie soll man sich das erklären? Was ist aus der Liebe geworden? Was ist daraus geworden? Das würde ich gern wissen. Ich wollte, jemand könnte mir das erklären. Dann ist da Ed. Gut, kommen wir nochmal auf Ed zurück. Er liebt Terry so sehr, dass er sie umzubringen versucht, und am Ende bringt er sich selbst um.« Mel hörte auf zu reden und trank einen Schluck. »Ihr zwei seid jetzt 18 Monate zusammen, und ihr liebt euch. Man sieht es euch an. Ihr strahlt es förmlich aus. Aber ihr habt beide andere Menschen geliebt, bevor ihr euch begegnet seid. Ihr seid beide schon verheiratet gewesen, genau wie wir. Und davor habt ihr wahrscheinlich auch schon andere Menschen geliebt. Terry und ich sind jetzt 5 Jahre zusammen, 4 davon verheiratet. Und das Schreckliche ist, aber auch das Gute, das, was uns rettet, könnte man sagen, ist, dass, wenn morgen einem von uns etwas zustieße, nehmt es mir nicht übel, wenn ich das sage, aber wenn morgen einem von uns etwas zustieße, ich glaube, die andere Person würde eine Zeit lang trauern, versteht ihr, aber dann würde derjenige, der noch lebt, sich in der Welt umsehen und sich wieder lieben und sehr bald einen anderen Menschen haben. Und all das, die ganze Liebe, von der wir hier reden, würde nur noch Erinnerung sein. Vielleicht nicht mal Erinnerung. Habe ich Unrecht? Lieg ich ganz falsch? Ich möchte nämlich, dass ihr mich berechtigt, wenn ihr glaubt, ich hätte Unrecht. Ich möchte es wissen. Ich meine, ich weiß nichts, und ich bin der Erste, der es zugibt.« »Mel, um Gottes Willen«, sagte Terry. Sie streckte die Hand aus und fasste ihn am Handgelenk. »Hast du zu viel getrunken, Schätzchen? Bist du betrunken?« »Schätzchen, ich red nur«, sagte Mel. »In Ordnung? Ich muss nicht betrunken sein, um zu sagen, was ich denke. Ich meine, wir reden doch alle nur, stimmt's?« sagte Mel. Er sah sich starr an. »Süßer, ich kritisiere dich gar nicht«, sagte Terry. Sie nahm ihr Glas. »Ich habe heute keinen Bereitschaftsdienst«, sagte Mel. »Ich möchte euch nur daran erinnern. Ich habe keinen Bereitschaftsdienst«, sagte er. »Mel, wir lieben dich«, sagte Laura. Mel sah Laura an. Er sah sie an, als könnte er sie nicht unterbringen, als wäre sie nicht die Frau, die sie war. »Ich liebe dich auch, Laura«, sagte Mel. »Und dich, Nick, liebe ich auch. Wisst ihr was?«, sagte Mel. »Ihr zwei seid unsere Freunde«, sagte Mel. Er nahm sein Glas.